Marek. Sie ist Grafikdesignerin und Künstlerin, hat das Label Rabunze und hat absolviert, glaube ich, C3, dieses Peer-to-Peer-Coaching für die Professionalisierung und Netzwerkbildung in Niederösterreich. Ihre Kalligrafien sind ja mit sehr spannenden Inspirationen und Inputs entstanden. Können Sie uns kurz sagen, wie? Ich möchte Sie auch noch herzlich begrüßen, auch das Publikum daheim. Mein Name ist Elisabeth Marek und ich bin Grafikdesignerin. Meine Aufgabe liegt darin, die verschiedensten Dinge sichtbar zu machen. Und wir wissen ja, dass wir andauernd von Geräuschen, Klängen und speziellen Rhythmen umgeben sind. Und diese Rhythmen beeinflussen uns. Schnelle Rhythmen wirken auf uns ganz anders wie langsame und ruhige Töne. Und die habe ich versucht, oder diese Tatsache hat mich fasziniert und gefesselt, und die habe ich versucht zu visualisieren. Ein Teil haben Sie schon draußen gesehen. Ich habe mir auch gefragt, was brauche ich alles, um einen Klang, einen Ton, einen Rhythmus sichtbar zu machen. Auf der einen Seite brauche ich Farbe, um ein bestimmtes Gefühl auszudrücken, Stimmung zu erzeugen. Und auf der anderen Seite muss ich den Rhythmus aufschreiben können. In diesem Fall sind das die kalligraphischen Schriftzeichen. Ganz wichtig natürlich auch beim Schreiben sind die Schreibgeräte. Also neben herkömmlichen Stiften, Pinseln und Federn mache ich mir meine Schreibgeräte eigentlich selber großteils. Man sieht hier Drähte, eine Spraydose, Wimperndusche, Spritzsäcke, Pipette, Gräser, Hölzer, also alles, was sich irgendwie in Tinte eintunken lässt, mit dem man schreiben kann. So kann Ton oder Rhythmus sichtbar gemacht werden.